Was ich jetzt gegessen habe, ist Essen von der Universität zu Köln. Ein rheinischer Sauerbratengulasch mit Salzkartoffeln und Brokkoli. Und auf der anderen Seite eine Kartoffelpfanne mit Hirtensalat und Sauerrahm. Alle reden von Produktqualitäten, von Bioprodukten, von besonders guten Produkten, von schlechten Produkten, vom Discounter oder sonst irgendwas. Die Frage, die sich für einen Kritiker bei solchen Gerichten natürlich immer stellt, ist: Schmeckt man überhaupt was davon oder nicht? Bei diesem rheinischen Sauerbraten-Gulasch schmeckt man etwas davon, weil man darauf verzichtet hat, ihn vollkommen hinzurichten und in einen fleischhaltigen Matsch zu verwandeln. Man hat noch eine Faser vom Fleisch. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass man das Fleisch wirklich schmecken kann. Es spielt trotzdem nicht so eine große Rolle, weil es ist eben in erster Linie ein Bild, das aber zurückhaltend gemacht ist. Es ist nicht zu säuerlich, die Fassung gibt es auch, oder vor allem nicht zu süß mit Rosinen, wie der rheinische Sauerbraten oft gemacht wird. Über die Salzkartoffeln reden wir nicht groß. Man könnte auch bei Kartoffeln Produktqualitäten erkennen. Aber das ist vielleicht in diesem Rahmen zu viel verlangt. Brokkoli ist ein geduldiges Gemüse. Es schmeckt kalt, warm, durchgegart oder roh, mehr oder weniger immer gleich. Wenn dieser Teller vielleicht etwas für Studenten ist, die sich da ein bisschen auskennen, was ja heute nicht mehr ganz normal ist, weil die bürgerliche Küche bei einer jüngeren Generation auch nicht mehr so ein Hauptthema ist, ist dies vielleicht schon etwas eher ein Thema. Immer wenn es nach Hirtensalat, Kartoffelpfanne mit vielen Gemüsen, fühlen sich eigentlich oft jüngere Leute angesprochen. Wir haben hier mit den Produkten wieder das Problem, Kartoffel könnte sehr gut sein, weil sie ist mit der Haut gegart, die Haut ist angeröstet, gibt eine Menge von Aroma, kann man wirklich was mit anfangen, aber die Sorten oder sowas schmeckt man trotzdem nicht. Aber okay, man kann es halten. Ein Problem ist ein bisschen auch nicht die Sauerrahmgeschichte, die Sahne und Creme Fraiche von früher etwas abgelöst hat, sondern ein bisschen Problem ist dieses Sammelsurium von Bohnen und Silberzwiebeln und Maiskörnern, was im Prinzip auch kein Problem wäre, wenn es nicht ein bisschen viel Schärfe mitbekommen hat. Alles in allem haben wir so ein bisschen ein entfernt mediterranes Bild. Es ist ein reiner Texturteller, wenn ich diesen modernen Begriff mal benutzen darf. Das heißt, man kaut auf irgendwas rum. Es schmeckt nicht besonders spezifisch, es schmeckt nicht besonders gut, aber man hat ordentlich was zu kauen, weil hier rohe Elemente sind und nicht durchgegarte Paprikasachen, was alles prima ist. Aber es ist ein bisschen, sagen wir mal, Gymnastik für den Mund, aber nicht wirklich was für den Kopf. Und der Kopf genießt schließlich. Thank you.